Hallo da zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem kleinen Infovideo für den April und was denn so alles ansteht diesen Monat. Mit an meiner Seite habe ich den Lukas, den ich jetzt mal schön grüße. Hallo Lukas. Moin Nico. Ja, es gibt einige Infos. Fangen wir erstmal mit dem an, was ja schon mal in diesem kleinen Mini-Infovideo von mir erklärt wurde. Mein PC ist kaputt, das heißt Battlefront, F1 und Dirt Rally Projekte fallen jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit aus, bis ich den neuen PC habe, den ich mir erst im Juni oder so leisten kann. Heißt also, warten. Vielleicht auch erst Juli. Hängt davon ab. Nichtsdestotrotz werde ich Ersatzprojekte natürlich einfügen bis dahin. Wahrscheinlich kommen dann Online-Battles erstmal wieder. Weil Rom 2 läuft auf meinem Laptop. Es sieht zwar alles ziemlich scheiße aus, aber immerhin, es läuft. Und die Rom 2-Kampagne läuft noch weiter. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Auch wenn die jetzt scheiße aussieht, die läuft weiter. Rein vom Content her. Ansonsten habe ich mir mit Lukas noch überlegt gehabt, ein Game News Projekt zu machen, wo wir dann euren Battlefront Durst auch. Battlefront kommt übrigens auch nicht mehr. Euren Battlefront Durst ein bisschen stillen, indem wir auch News über Battlefront 2 dann rausbringen werden stattdessen und halt auch die ganzen Total War Teile, die ja noch kommen, sprich Arena, sprich Warhammer 2. Und auch unsere Modding Projekte werden darin noch mit erläutert. Also bekommen auch noch so ein kleines bisschen News Teil ab, sprich Roll oder auch jetzt der Mod mit der Karte, der auch erstmal pausiert ist. Und Lukas hat auch noch was zu den Videoprojekten zu sagen. Achso, ja, bei mir geht's ab nächster Woche dann weiter mit den German Guide. Folge 8 startet dann am Montag und Folge 9 gibt's dann Mittwoch und Freitag gibt's dann Folge 10. Ist, glaube ich, sogar das Finale. Und ja, danach kommt dann der nächste Guide. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe gar nicht die Liste mehr auf dem Kopf. Ich glaube, danach kommen die Griechen dran. Oder die Skipionen müsste ich eigentlich. Skipionen habe ich aus Versehen übersprungen. Da müsste man gucken, ob man die vielleicht da vorher einbaut. Na gut. So geht es dann weiter und dann halt die Uhrzeit immer 17 Uhr, so wie ihr es eigentlich von mir gewohnt wart. Und ja, die Guides gehen ja noch ein bisschen. Wir haben ja, glaube ich, noch 10 Fraktionen, 12 Fraktionen vor uns. Und was danach kommt, weiß ich noch gar nicht. Wir gucken mal so. Genau. Und nochmal nebenbei: Der Upload-Plan wurde wieder aktualisiert. Da ist wieder alles drin jetzt. Könnt ihr auch genau reinschauen. Rom 2 Projekt ist drin, Game News steht schon drin, German Projekt steht drin, wie es im aktuellen Stand ist. Die Germanen müssten sogar mittlerweile eigentlich schon hochgeladen sein, nicht wahr, Lukas? Die Germanen sind sogar schon hochgeladen, ja. Habe ich das noch nicht habe ich die falsche Farbe noch drin? Ist gewechselt. Ist jetzt grün. Jetzt passt's. Gut, ja, was soll man sagen? Da gibt's doch noch ein Thema, gab's doch noch, das habe ich voll vergessen. Weißt du noch welches? Ein Thema. Du meinst das Thema. Ja, ja, das Thema. Das müssen wir natürlich auch noch ansprechen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ja, ich mach mal. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, Leute, wie lange es her ist, seitdem ich das letzte Mal ein Abo-Special machen musste. Aber es ist schon mindestens 3 Jahre her, ja. Mindestens 3 Jahre. Also die 1000 Abonnenten habe ich, glaube ich, im Jahr 2000. Nee, 4 Jahre sogar. Die habe ich im Jahr 2013 geknackt, als Raum 2 rauskam. Ja, und wir haben jetzt 5000 Abonnenten. Damit möchte ich herzlich alle neuen Leute begrüßen, die jetzt hier mit sich auf diesem Kanal hinter uns vereirenen. Und da ist dein Mikrofon deaktiviert. Dann mache ich einfach mal. Scheiße, jetzt wieder da. Ist voll rausgeflogen. Ja, wo war ich denn, als es noch raus war? Dann? Was hast du noch gehört? Was habe ich noch gehört? Keine Ahnung. Du hast dich bedankt, dann hast du da irgendwas gelabert, dass du mit Rom 2 durchgestartet bist. Ach, seit Rom 2 ist das letzte Abo-Special her und ich möchte euch alle noch herzlich begrüßen auf diesem Kanal, da wir jetzt 5000 Leute haben und ja, was soll ich sagen, 5000 Leute ist eigentlich schon eine ziemlich große Zahl, oder? Größer als das Dorf, in dem Lukas lebt. Was? Nee, wir sind mehr Einwohner hier. Mehr Einwohner in eurer Straße. Naja. Ja. Nee, bei mir sind es auch vielleicht mal so ein paar tausend nur. Aber gut. Ja, trotzdem. Wir sind jetzt in die Verlegenheit gekommen, ein Abo-Special für euch zu machen. Und wir wissen jetzt ehrlich gesagt nicht, was wir jetzt auf die Stelle machen sollen. Und würden gerne noch ein bisschen Bedenkzeit beantragen für euch. Nee. Ja, so ein bisschen Bedenkzeit wäre nicht schlecht. Und ich wollte mich natürlich auch nochmal bei allen bedanken. Genau. Und auch alle neuen Zuschauer herzlich willkommen heißen. Und ja, ich bin eigentlich recht zufrieden. Auch in den Kommentaren seid ihr ja auch immer super dabei und geht auch freundlich miteinander um. Das sollte so beibehalten werden, das finde ich gut. Und ja,
Genau. 5000 Abo-Special, überlegen wir uns, wir brauchen Bedenkzeit. Ich muss unbedingt mal die anderen Abo-Specials aufmachen, die ich mir mal gemacht habe, ey. Bisschen Also, Ideen ich sammeln. weiß, Günner hat zum Beispiel damals hat der historische Schlachten gemacht. Aber das haben wir ja auch schon mal gemacht oder Online-Schlachten. Das ist jetzt Ja, eigentlich nichts Neues Online-Schlachten mehr. ist ja auf dem Kanal nichts Besonderes. Nee, dann ja eben, deshalb ja. Ein Strip-Video von dir oder von mir wäre was Neues und Besonderes, aber ganz ehrlich, Bock hatte ich jetzt nicht darauf. Ich will doch keiner sehen. Gut, dann machst du eins. Nee, ich bin anonym. Von mir gibt es höchstens die Hand zu sehen. Ach ja, gut. Vielleicht habt ihr eine Idee für ein Abo-Special, schreibt es mal unten rein. Auf jeden Fall könnt ihr euch jetzt freuen auf viele Projekte, die noch ankommen. Gerade bei Total War ist jetzt gerade viel drinne. Passiert viel. Ich engagiere mich ja in letzter Zeit viel beim Rollmod. Und da bewegt sich gerade einiges. Und in dem Sinne würde ich sagen: Ciao, bis zum nächsten Mal. Achso, ich dachte, wir könnten vielleicht das andere Special Muffin Man einfach Muffins backen lassen. Weil, was? Muffins? Ja, Muffin Man backt Muffins. Als Abo Special. Ich könnte ihn mal fragen, aber das wäre ein ziemlich langweiliges Abo-Special, oder? Keine Ahnung. Gut, okay. Weißt du was? Du fragst ihn. Das ist deine Aufgabe. Er antwortet mir ja nie. Naja, dann lass dir was einfallen. Gut, Ich mache ein und. Minecraft-Let's Play. Ja! Nein, das kannst du knicken. Und in dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao.